Willkommen zurück zum zweiten Teil dieses Let's Look At von All Walls Must Fall. Who are you? Mareike. Kann ich wieder gehen? Nee, dann ist man automatisch im Combat Mode. Ich muss aber hier auch gar nicht rein. Suche ich mir lieber einen anderen Weg. Den Typen können wir einfach umgehen. Tja, auch nur eine Bar. Und ein weiteres Zimmer. Mal gucken, was wir hier im Raum nebenan haben. Sieht nur wie ein Flur aus. Enemy Agents warped in. Okay, der steht jetzt da draußen. Na, hier ist der andere Ausgang. Hab ich irgendwo was verpasst? Hier ist noch eine ganze Menge Unentdeckte. Wir müssen in die Richtung gehen. Wir haben hier einen Eingang. Ist auch ein Agent, an dem wir vorbeikommen müssen, und ich glaube aber, ich kann jetzt die Kamera ein bisschen drehen und sieht nicht, ob wir, also ich würde aber sagen, dass wir hier richtig sind. Wrong Door Buddy. Ach, ist das nicht das Badezimmer? Okay, mag er nicht. Können wir ihm Angst machen? Ein bisschen, okay. Fischers Fritz, Fisch ist fresh, Fisch. Prepare to die, hat er gesagt. Oh, okay. Er sagt, ja, alles klar. Vielleicht ein andermal. Hat er dann doch keinen Bock drauf. Was auch immer das hier ist. Ist doch nur das Lagerraum. Nee, der Lagerraum. Wir sind irgendwie auf dem Holzweg, habe ich das Gefühl. Wir waren hier noch nicht. Tja, da ist auch nicht. Hier hinten ist noch ein Raum. Vielleicht müssen wir da doch da durch. Hier ist eine Tür. Also wir, an dem Typen sind wir ja schon vorbei. Das können wir nochmal probieren. Aha, sehr schön. Genau, hier steht es dann auch drauf. Steel. This. Steht einfach nur Steel. Okay. Some art and perspective for you. Ja, ist eher so ein cooler Typ. Wie wäre es, wenn ich dir eine Perspektive gebe? Ja, wir leben in einer gefährlichen Welt, und wenn er mir nicht hilft. Oder er lebt gefährlich vielleicht doch, kann man es so sagen, wenn er mir nicht hilft, Polar Operation. Ja? Nee, hilft nicht. Ja, wenn sein Futile heißt sinnlos, ne? Oder zwecklos oder sowas. Sein zweckloses Leben, dann kann man ihn nicht, aber wenn das so, ja, dann kann er mir ja auch helfen, oder? Nee. Okay.
Okay, also du bist ja nicht mein Problem, hilf mir einfach und dann sagt er, ja, okay, alles klar. Take your holo island and leave, I'll find my peace. Peace in my own way. Okay. Ja. Nehmen wir das. More enemies just warped in. Und mein Auto steht hier. Da muss man sehen, ob man da boah, jetzt rauskommt. Gibt es hier keinen Ausgang? Muss ich noch einmal rum? Ah ja, okay. Das ist gar keine Tür. Ja, also zur Not schießen wir uns halt jetzt den Weg frei. Okay, es wird halt automatisch Combat. Ach, der schießt auch, okay. Dann. Nee, auch nicht. So, müssen wir den noch? Und dann springen wir wieder nach hier. Der hat nochmal geschossen, oder? Ja. vielleicht muss ich ein bisschen weiterlaufen. Okay. So ein bisschen hin und her gezappelt. So, und ich glaube, das müsste dabei gewesen sein. 2 Minuten 44. Weiß ich nicht, ob das gut war. Aber wir haben 2500 Credits bekommen und können dafür wieder einkaufen gehen. Rewind. Es gibt halt so verschiedene Sachen, ne, die verschiedene Auswirkungen haben. Also man kann entweder sozusagen die Welt um sich herum zurückspulen. Man kann sich selbst zurückspulen, ohne die Welt um sich herum zu verändern und so. Also da gibt es schon ein paar schöne taktische Möglichkeiten. Ich würde jetzt aber erstmal vielleicht sowas hier kaufen. Body Armor ist nicht schlecht, ne, falls man doch mal einen Treffer abbekommt. Neural Matrix, was macht das? Hacking-Kosten sind reduziert. Silencer ist nicht schlecht. Pheromone. Um die Emotionen zu verstärken, ausgezeichnet. Können wir das upgraden? Kann man noch machen, aber vielleicht spare ich jetzt wieder ein bisschen Geld. Und diese Ando-Kosten, die kaufe ich mal. So. Ja, okay. Shutdown the Tunnel. At elektronischer Tanzmusikverein, okay. We've bumped you back. Ich habe also das Element of Surprise. Ja, sehr, also die, wie heißt denn das so? Das Überraschungsmoment, genau. Irgendwann werde ich mich selbst überraschen und mir ins Gesicht schießen. Paradox sonst gibt es nicht, weil, naja, sie ihre eigene Wahrscheinlichkeit reduzieren. Okay. Find Pollack and stop him. Nicht umbringen könnte später nützlich sein, okay. Das sieht so aus, als wären die Typen hier Knut und Harro irgendwas von mir wollen. So viel zum Thema Surprise. Ja, das war relativ einfach. Hack Drone Terminal, das werde ich mal machen. Da hinten haben wir eine Drohne. Müsste die jetzt nicht zu mir. Oh, ja.
hat es nicht gemacht, glaube ich. Oder es ist eine andere Drohne. Die da haben wir gehackt. Okay, die ist jetzt so blau, die ist nicht mehr feindlich. So, gibt es denn hier irgendwo Reihen? Ich glaube nicht, ne? Ah, jetzt sieht man es. Die Drohne passt auf. Können wir da die umgehen? Nee, ne? Ja. Ach, das ist über der Tür so ein Sicherheitssensor. Ah. Können wir den kaputt schießen? Ach so, hoch. Man sollte vielleicht mit ihm. Meine Drohne haben sie schon kaputt geschossen. Ach so, auf den Typen können wir noch nicht. Da haben wir keine Ziellinie. Jetzt. Hey, Dude. Waffen sind hier nicht erlaubt. Sorry. Verschlossene Räume werden wohl richtig sein, oder? Was kann man hier? Noch mehrere Drone-Terminals und Emil, what are you doing here? Ich kann ja sagen, ich bin Stasis, also Stasis, Stasi. Also, hey. I have nothing to say to you, okay. Ja, das ist ridiculous, aber eigentlich ist es schon respektvoll. So. Okay. Okay, das hat es jetzt vielleicht nicht so gebracht unbedingt. Das bringt uns jetzt auch, glaube ich, auch nicht weiter. Ne? Das ist derselbe Raum. Ja. Wir können hier mal gucken. Nee, wir finden ihn sicherlich woanders. Geh mal hier in die Richtung. Verschlossene Türen sind immer gut. Wislav. Ist off-limit, okay. Ja, das ist richtig. Ja, gut, wenn jemand seinen Job ernst nimmt. Man kann auch sagen, ja, ich wünschte, ich wäre ein Gast. Ne? Ich bin aber hier immer noch bei der Arbeit. Good job. Flirty. Nee, funktioniert nicht. Tankpipes. Ah, weiß ich nicht, ob ich den hier mit irgendwas überzeugen kann. I don't know what you're talking about. Vielleicht. Ja, ist doch okay. Ja. Wir sind ja alle auf derselben Seite. Hat funktioniert. Wollte ich jetzt eigentlich dahin rennen? Nee. Hier unten wahrscheinlich. Ja, weitere Gegner. Force Open oder Talk to Bodyguard.
Ach so, ich habe ja die Statue, ja, ich darf dann rein, okay. What did I do? Okay. Er hat jetzt seinen Vater hier umgebracht, oder Peter? Ist Peter der Sohn, oder ich weiß es nicht. Ja, doch, ne? Peter ist der Sohn. Jenderich oder sowas war der Vater. Und was machst du hier? Ich habe doch gerade erst ein Foto gesehen, wie du im Batcave. Ja, it's complicated. Put the gun down and I explain. Okay, ja, respektvoll. Und er will auch die Tunnel, also der Vater, der Sohn ist sozusagen gegen den Vater hinter, richtig lese. Und ich könnte ihm sagen, guck mal, du hast bekommen, was du willst, ich habe bekommen, was ich will. We call it a night. Nicht ganz. Ach so, ah, du denkst, ich wollte meinen Vater töten? Ah, irgendwas mit der Mutter. Er und seine Mutter sind jetzt Ziele. Okay. Er sagt, sie ist jetzt im Westen, ja, das Land von Sex, Drogen, Rock'n'Roll. Ja, was, wie schlecht kann es schon sein? Ich nehme das. Nein, das hat nicht funktioniert. Das probiere ich nochmal neu. Also seine Mutter scheint ihm irgendwie wichtig zu sein. Ich war nur hier, um den Tunnel zu schließen. Ah, okay, du bist nicht hinter meiner Mutter her, alles klar. Hackfresse. I blow the tunnel. Fuck off. Okay. Also der Vater hat hier irgendwie krumme Dinge gemacht, der Sohn hat gegen ihn gearbeitet und der wollte aber seine Mutter schützen oder so, oder die ist jetzt im Westen und bla, naja, wie auch immer. Alles erledigt. Zurück zum Auto. Tut. Achso, man kann nicht ganz so weit im Voraus planen, ne? Oder? Läuft er? Gucken, ob er weiterläuft. Nee, er bleibt immer stehen, ne? Also das ist so das Maximum, was man hier so mit einem Befehl laufen kann. Vielleicht ist die Wegfindung nicht schlau genug. So. Okay, hier drüben haben wir noch einen, der uns angreifen wird, wenn wir austreten, genau. Aber es ist schnell erledigt. Aber er beendet den Kampf nicht. Also irgendwo scheint noch. Ah, da ist noch ein Gegner. Aber wir gehen einfach. Continue, wir kaufen später ein und jetzt haben wir sozusagen das Tutorial. Und ja, jetzt sind wir hier auf der Kampagnenkarte. Wir haben jetzt das Tutorial so mehr oder weniger abgeschlossen und jetzt kann man halt so die Mission selber auswählen. Ja, man kann also eine andere Mission nochmal machen, um bessere Punkte zu kriegen, oder man macht halt weiter oder geht halt hier in den Shop einkaufen. Okay, also wie gesagt, wir sind in Ostberlin und ja, der Westen, der goldene Westen ruft. Und man arbeitet aber anscheinend für die Stasi und will halt eher den Ostblock beschützen. Ja, das scheint so irgendwie die Story zu sein. Erstmal finde ich es ganz okay. Also es ist ein interessantes Setting. Die Sache mit Zeitreise und dass man halt Sachen so zurückspulen kann, ist für mich zumindest neu. Ich wüsste jetzt nicht, in welchem Spiel das noch war. Das finde ich ganz nett. Vom Style her ist nicht ganz stimmig in meinen Augen so. Also da könnte hier und da könnte noch ein bisschen verbessert werden. So, also die Figuren, ja, die sehen, also erstmal, dass sie so 2D sind, so in dieser komischen 3D-Welt, finde ich komisch. Ja, die schweben so ein bisschen über den Boden, die setzen, der Schatten so sieht so ein bisschen merkwürdig aus. Diese Smileys so, die passen noch irgendwie nicht ganz rein. Aber ansonsten finde ich die Idee nett. Gameplay geht und die
die Welten, also die Level, die sehen jetzt alle gleich aus im Augenblick. Weiß ich nicht, ob da noch irgendwas kommt, ob das besser wird. Ich meine, prozedural generiert, okay, aber ein bisschen mehr Variation wäre da ganz nett. Ja, im Augenblick ist halt wirklich so jedes Level irgendwie gleich gewesen. Und ich habe noch ein, zwei Missionen gespielt vorher. Die sehen immer noch gleich aus. Naja, okay, das soll es erstmal für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.